Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Jetzt machen wir unser. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Wo sehen wir zu, dass wir nach Skalitz kommen? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt frei. Das brauchen wir jetzt nicht. Alle dobre Teller. Sachsen, ne? Ach Mann, jetzt komme ich nie wieder an das blöde Ding dran. Hat der irgendwas, was ich brauche? Nee. Nicht wirklich. Aber ich muss den da von dem Schwert wegkriegen. Haben. Zack. Den Blumen brauche ich nicht. Der Rest ist eigentlich egal. Ich wollte jetzt gar nicht plündern. Hat er mich irgendwie beschädigt? Warte mal, Rüstung. Ja, ich kann das hier eben reparieren. Was wollen wir denn jetzt hier an Fertigkeiten reparieren? Schön. Ja, das ist erstmal wichtiger. Das ist doch gut. Hab ich auch schon wieder was? Das hatte ich. Hauptstufe ist wieder Asket, wollten wir nicht. Das Leben ist hart, ärmlich, schlechter. Ne, dann wollte ich eigentlich auch nicht. Duft des Mannes war nicht. Nachtschwärmer ist nicht. Deine Energie aufgedreht. Ja, okay, das können wir nehmen. Brauchen wir weniger schlafen. Ist schon okay so. Okay. Können wir erstmal hier raus. Hm.
Mann, und sehe nicht so viel Tritt hier. So richtig was findet man hier ja doch nicht. Das ist ein bisschen auch egal. Einfach nur gekrempelt. Ein paar Münzen könnte man finden, ja. Was zu fressen. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Ja. Wo Kohle kriegt man keine. Kann man nicht plündern. Hey! Nein, lass mich in Ruhe. Bring mich nicht um. Ich hab nix. Kühl die Haut ab. Also. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihnen denn getan? Doch keine Waffe gezogen. Heute sitzt lustig hier, der ist böse. Hey, wer ist da? Ich bin das. Wer ist da? Was haben wir denn da? Unterhaltung, vorzüglich. Oh. Scheißkerl! Was brauchen wir denn hier von dem? Ja, die können wir nehmen. Das lohnt sich nicht, die Leinkugel, die braucht kein Mensch. Da war noch nicht mal was zu plündern. Haben die immer alle was? Interessant. Kann mal eine Silberkette drin sein oder so was, aber in den meisten Fällen ist ja nichts Gescheites drin. Ach, der ist auch nicht lieb da. Vielleicht läuft er weg. Hey, wenn wer ist da? Wer ist da? Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemanden auslassen. Oh. Ich lass dich laufen. Aber die Waffe bleibt hier. So sei es. Hau ab. Räuber gar nicht, den. Ah, na gut, nehmen wir die drei Groschen von dem weg.
Nur einzelne Gorschen, das ist alles Kacke. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Naja, toll. Das ist doch der Vogt hier. Und dann nehmen wir die Scherbe. Genau. Oh, jetzt bin ich schon bei mehr. Okay, macht nix. Irgendwas habe ich zu viel jetzt. Will irgendwas loswerden an Gewicht? Drei müsste das sein. Oh, lass mal so, ist egal, ein bisschen Gewicht ist egal. Hier noch ein bisschen dazu. Wir machen eh nicht so viel mehr jetzt. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Oh. Nein, nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. So, jetzt kommt erstmal das nächste Thema hier. Okay, macht nichts. Die haben aber auch nichts. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Meine Güte, jetzt ist gut hier. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter liegen. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Eltern haben wir gefunden. Können wir noch plündern? Ist aber nichts da. Brauchen wir nicht. Auch keine Brezel. So, ich muss eine Schaufel finden hier. Irgendwo. A. Das Bereich A, M. Ist richtig. Ganze Dorf Skalitz absuchen.
Irgendwas ist hier. Der bellt ein Hund und knurrt. Na los. Wieso scheint die Sonne? Hab ich ja so, so selten. Oh. Ah. Zieh Leine, du Drecksköter. Das Biest. Was ist denn los? Bischek? Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ja. Er bewacht. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Machen wir das mal so, ne? Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Wenn ich beichten will, gehe ich zum Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Die Schaufel wollte ich eigentlich haben, aber ich werde ihn jetzt hier mal... What? Ich wollte mal die Schaufel haben. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Ach, das gefällt mir viel. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Mist, Mist, Mist. So ist's recht. Sieh den Schwanz ein. Junge, du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird es nicht mehr benötigen. Ich hab den Jesen ausgeplündert, von daher ist das egal. Aber erstaunlich, dass das auch mal... Ich hab das noch nie gehabt, dass ich hier bei der Rückkehr nach Scarlet die Sonne geschienen hat. Blauen Himmel. War immer trübes Wetter. Immer ganz was Neues. Da hat man über 1800 Stunden in dem Spiel verbracht und erlebt immer wieder was Neues. Ich hätte immer gedacht, das könnte nur wegen dem Thema so grau und schlecht sein. Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen.
So, jetzt haben wir hier noch. Ah. Jetzt regnet wieder die Cutscene. Die sind alle im Regen gespielt, natürlich. Schon irgendwie ein bisschen lustig. Also. Legen wir mal los. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bischek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Hört auf mit den Spielchen. Scheiße.
schöne Schwert ist weg. Peschek. Na gut. Ja, das ist irgendwie Spielerei, das ist nix. Irgendwie. Aber muss irgendwann mal. Ne? So, ne? Hm? Wo sind sie denn jetzt? Falsche Richtung, glaube ich. Brauchst du Hilfe?
ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlett's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathay. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Du bist wach. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Oh. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlett's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thalmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Was in aller Welt hast du in Scarlett's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divisch hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divisch versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. So. Nun mal erstmal weiter schlafen, glaube ich. Ich bin erschöpft. Kein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Rathay. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt.
So, jetzt kommen die Aufgaben. Jetzt machen wir erstmal eine Pause.